Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von PlayerGeddon. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich direkt mal an, wieder uns ins Gefecht zu stürzen. In der letzten Folge waren wir eigentlich relativ erfolgreich und konnten eigentlich relativ viel schaffen. Beziehungsweise, ich bin, glaube ich, nicht gestorben. Auf jeden Fall sah es sehr gut aus in der letzten Folge. Ich, Noob, hab's auch mal wieder hinbekommen. Verdammt aber auch. Jetzt beginnt die große Schießerei, beziehungsweise Schlägerei. Deswegen haben wir in der letzten Folge auch so viele Bogen gefunden. Für diese Situation, wo man eigentlich hätte leise agieren müssen. Aber wir boxen uns hier einfach durch. Und versuchen das Beste. Wer ist in Gefahr? Ja, bitteschön. Munition ohne Ende. Ich darf weniger mit der Schrot agieren. Okay, das lief doch eigentlich relativ gut. Also, ich bin nur ein bisschen verletzt. Brauchst du keine Sorgen machen. Oh. Ja, diese Wander sind eigentlich gar kein Problem. Man hätte es auch ruhig machen können, aber ich bin so der, der immer reinstürmt. Okay, hier ist nichts. Ich suche immer wieder gerne hier nach Munition oder anderen Dingen, wie zum Beispiel Alkohol oder Lumpen für Molotovs oder für Medikits. Glaube ich auch, man sollte das machen. Weil, wie gesagt, das kann man eigentlich... Wow! Hilf mir doch, Bill. Was machst du denn da? Hilf mir doch. Woher kommen die auf einmal alle, Mann? Okay, es ist eine Schule. Ich habe schon in der letzten Folge angekündigt, wie es sein wird. Wo kommen die auf einmal alle her, Mann? Ich muss ein Medikit nehmen. Mann, Junge. Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? In der letzten Folge habe ich auch die maximale Gesundheit verbessert. Also, ja. It's not bad. Vielleicht sollte ich jetzt mal schauen, ob hier wirklich welche in der Nähe sind. Oh. Danke, Spiel. Ja, das Spiel sagt einem, wie es weitergeht, wenn man nicht weiter weiß, beziehungsweise in die falsche Richtung guckt. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Hey, kannst du mich bitte... Von der Seite aus sieht er wie Gronkh. Wie Gronkh aus. Kannst du mal bitte an die Seite... Bitte geh du erst vor. Meine Güte, ey. Monsieur hier. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Die Frage ist, okay. Woher... Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh, Mist. Die Rücken sind verdammt verschlossen. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, ah, ja, Bill. Komm. Ellie, wo bist du denn? Oh, fuck, aber auch. Ellie, geh rein, Ellie, geh rein, Ellie, geh rein. Ich muss da rein. Oh, geh doch rein. Joel, geh rein, geh rein. Danke. Wow, scheiß Klicker, Mann. Scheiße. Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich. Oh, fuck, aber auch.
Das erinnert mich irgendwie an die zweite Staffel von The Walking Dead, als sie da in der Schule waren und nach diesem... Was? Es ist leer, verdammt! ...Ding gesucht haben. Bill, wohin? Erstmal weg hier! Vielleicht wissen einige unter euch, was ich meine. Mir fällt gerade der Name des Dings. Ach, fuck aber auch. Okay, wir können uns Zeit lassen. Läuft. Wir schleichen uns hinten raus. Na. Holy crap! Oh, jetzt schon wieder Boxen, Mann. Ach, das war ein Klicker. Ach so, ja, na dann. Ja, er kam da von oben, oder woher kam der? Ah, hätte ich auch sehen müssen, was. Ach so, ah, wir sollten hier schleichen und nicht... Ich hab doch gar nicht geschossen. Was ist das denn? Oh, das ist doch gemein, ganz ehrlich. Die anderen werden nie von Klickern angegriffen und nicht immer. Okay, ich hole meine Schrot raus. Was anderes kann man hier, glaube ich, nicht machen. Auf jeden Fall ist es meine neue Lieblingswaffe in diesem Spiel. Aber kümmere dich doch um den Klicker, Mann. Mit L1 sprinten, um frei zu kommen. Kümmert euch doch um den Klicker. Er ist der gefährlichste hier. Meine Güte, aber auch. Jetzt habe ich 6 Patronen verbraucht. 6 Stück. Ah. Hier oben liegen noch Dinge, ne? Oh, perfekt, dass ich hier nochmal oben nachgeschaut habe. Wir können auch wieder Messer bauen. Schätzungsweise. Ah, wo geht's lang? Ich mag es nicht, wenn es mehrere Wege gibt, weil ich überall nachschauen will. Ob es hier irgendwie Munition oder sowas in der Art gibt. Das sieht aus wie ein... Hier geht's durch. Wir müssen an denen vorbei. Jetzt hilft mir mit dem Klicker. Meine Güte. Nimm die Munition. Oder war das für die... Ah, wir haben einmal ein Jagdgewehr und eine Schrotflinte. Und wo ist da der Unterschied? Ah, ich glaube irgendwie... Ah, ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied liegt. Aber wir können wieder Baseballschläge aufsammeln. Im Nahkampf hilft das wirklich gegen die Klicker. Oh Gott. Da können wir lang. Den Flur runter. Bam, bam, Junge, bam, bam, bababam. Wieso gehen die immer auf mich los, Mann? Ich weiß, ich bin der Hauptcharakter in diesem Spiel, aber trotzdem. Okay, wir müssen wieder Medikit nehmen, das wird mir sonst zu eng. So, jetzt haben wir wieder Medikit genommen und ich müsste eigentlich wieder relativ gut geheilt sein. Ich habe mir das schon so gedacht, dass es in der Schule so sein wird. Es ist in jedem Zombie-Horror-Spiel-Film immer das Gleiche. Dass wenn man in die Schule geht, es immer so rappelvoll ist und solche Gegner kommen. Okay, bereit. Ja, komm, jetzt müssen wir noch die Tür aufpressen.
Ah, jetzt können wir die wenigstens zumachen und ich hoffe, dass hier nichts drin ist. Oh oh. Das klingt nicht gut. Was ist? Das sieht aus wie der Oberklicker persönlich, Mann. Was ist denn? Gute fucking hell, was wirfst du? Ein was? Ellie in Deckung! Oh Mann, da komm auch noch! Bam, bam, Junge. Wie soll man sich um das Ding denn da kümmern? Alter. Ich muss eine Nagelbombe oder sowas werfen. Ja, nicht nur du kannst Dinge werfen. Explodier. Wieso explodiert das denn nicht? Aha. Oh fuck, aber auch. Können die aber wieder aufheben. Wir haben noch unser Jagdgewehr. Oh fuck. Alter, das ist wie so ein Endboss, oder? So ein. Ah, mir fehlt langsam die Munition. Pass auf! Und er kann rennen, und er kann rennen, und er kann rennen. Ist wie ein Outlast, Max Specky. Ich glaube, genauso nervig. Pack mich nicht an! Alter, ich kann ihn nicht sehen. Ah, das war knapp. Ja, wie viel hält er aus? Meine ganze Munition ist bald leer. Ist er tot? Danke. Oh, was war das für ein großer Typ? Ja. Ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Ich suche hier noch ein bisschen. Meine ganze Munition hat er verbraucht. Na, wenigstens etwas. Okay, jetzt müsste ich alles gefunden haben, beziehungsweise das meiste. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Gut, komm schon, komm. Jo, das läuft. Joel, hinter dir! Scheiße! Hilf mir doch! Hilf mir doch! Okay, okay! Bitte dann nicht! Bam, bam. Statt dass sie mir hochhelfen, er muss ihn fertig boxen. Wir müssen ihn boxen. Bam, 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 bam. Könnt ihr mir jetzt bitte hochhelfen? Oh, ich hasse diese Dinger. Ja, ich würde gerne. Hallo. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch, jetzt auch. Ganz ehrlich, wieso hat er das nicht getan, als die Dinger kamen? Ja gut, man kann mich auch natürlich wie im 1-1 Kampf beziehungsweise 1 gegen 5 gegen die kämpfen lassen. Wieso nicht? Aha. Dieser Zombie-Kampf endet hier wohl nie, was? Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Diese Runner nerven aber sowas von. Der hatte Munition. Es tut mir leid, aber der hatte Munition. Munition will ich nicht liegen lassen. Haben die Probleme oder? Ah, tatsächlich. Aber ich konnte ein bisschen Munition abstauben. Das ist ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um.
Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann sich den Job... Lass gefälligst Tess da raus! Das hat nichts mit... Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Huh. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Es läuft. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Jo, ich werde mich noch ein bisschen hier umsehen. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es hier noch irgendwas geben. Ah, wusste ich's doch. Pillen kann man immer gebrauchen, um wieder einige Dinge zu verbessern. Haben wir in der letzten Folge gesehen. Nice one. Das Nachsehen hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Gute Idee. Alter, wie viel hat's denn hier, Mann? Ich lass es dich wissen. Ach, Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in dieser Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dieses Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, habe sie. Aber du hast wohl recht, der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Oh, ich glaube, Bill wird das nicht so gefallen. Ich glaube, den Brief zeigen wir ihn dann nicht. Ah. Ein bisschen Gehalt. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Folge The Last of Us. In der heutigen Folge haben wir wieder einiges erlebt. Wir haben ein bisschen rumgeschossen, waren in der Schule, haben den Endboss sozusagen gesehen von einem Klicker und dann mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.